Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 wegen Surtag. Wie man sieht, er ist auf Nessus. Ich zeige mal kurz den Anflug. Und zwar ist es einmal hier Zielorte, dann hier einmal unten links Nessus. Dann ist einmal die Landezone Wächtergrab hier oben einmal. Und dann hängt er hier oben auf der Astgabel drauf bei diesem riesigen Baum. Und ja, das vorletzte Mal, dass Sur in Season 15 da ist. Und dann haben wir ja nicht mehr viel Zeit. Dann geht es los mit Hexenkönigin. Deswegen dient eure Sachen so, wie ihr die noch braucht. Und holt euch den Loot rein. Das, was noch da was diese Season noch zu holen ist, weil einige Sachen verschwinden halt in Season 16 und das wird ärgerlich, wenn ihr euch die Sachen nicht vorher noch holt. Und ja, nächste Woche ist Eisenbanner, das heißt, Osiris könnt ihr dieses Wochenende noch spielen, nächstes Wochenende nicht. Das heißt, ja, auch das jetzt nochmal spielen, wenn ihr Bock habt, die Ränge hochziehen etc. Ich wurde geschickt, gesagt, wie gesagt, nächste Woche ist nämlich Eisenbannerzeit. Ich bin ein Agent der Neuen. So, dann wollen wir mal gucken. Also das Engramm hier nicht sofort ziehen, sondern immer erst das kaufen, was rechts steht, was euch fehlt, sonst könntest du nämlich da aus dem Engramm rauskommen, das wäre ärgerlich. Das Engramm kostet 97 legendäre Bruchstücke, ihr könnt mit 3 bei der PS4, PS5 reingucken. Das, was abgehakt ist, habt ihr schon, das heißt, ich habe hier schon alles. Bei mir würde jetzt eine random Rüstung droppen mit verschiedenen oder höheren Perks, mache ich jetzt aber nicht, weil ich es nicht brauche und ich hier halt meine legendäre Bruchstücke halt spare, aber wie gesagt, das könnt ihr euch sonst ziehen, wenn euch Sachen fehlen und was nicht abgehakt ist, könnt ihr dann droppen. Diese Woche Gravitonlanze hier, Impulsgewehr immer als Waffe, kostet 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir folgende Sachen: einmal Hammergeschmiedeter Drall, verbesserte Geschosse, dann Kosmologie und hier einmal angepasster Schaft, hier schwarzes Loch. Der zweite Schuss einer Salve reißt ein Loch ins Raumzeitkontinuum, verursacht hohen Schaden und hat Rückstoß ohne Schadensabfall. Die Waffe habe ich früher sehr, sehr viel gespielt. Wo der Cut zu holen ist, könnt ihr bei der Cut-Übersicht gucken. Ja, die früher habe ich sehr, sehr viel gespielt. Dann einmal hier die Waffenornamente Teilchenbeschleuniger, sieht es einmal so aus. Und hier einmal Carina-Nebel, auch sehr schön, wie ich finde. Die Waffe, wie gesagt, ist gut. Also ich habe früher viel gespielt, jetzt gar nicht mehr, aber früher habe ich es echt viel gespielt. Auf jeden Fall, wenn es in Sammlung fehlt, mitnehmen. Dann hier Glücksbeere, Brustschutz hier für den Jäger, einmal Gesamtwert 63, getrimmt auf Arkus, Mobilität erhöht, Belastbarkeit, Disziplin. Geht so, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir einmal den Super Perk. Wahrscheinlichkeitsmatrix erhöht die Kettenfähigkeiten der Argus-Bissgranate und hat die Chance, sie nach jedem Einsatz nachzuladen. Eine volle Kette lädt sich immer auf. Also, wenn ihr viel mit dieser Argus-Bissgranate spielt, ist das auf jeden Fall euer Bruchschutz-Exo, was ihr damit gut verwenden könnt. Ornamente gibt es nicht, nur Shader. Da sind wir hier auch schon wieder fertig. Dann Maske des Stillen, Helm hier für den Titan. Gesamtwert 65, ein ganz guter Wert. Belastbarkeit erhöht Disziplin und Mobilität. Geht einigermaßen, würde ich sagen, aber der Gesamtwert 65 ist gut für ein Exo. Dann hier kostet auch 23 legendäre Bruchstücke. Getrimmt auf Leere. Gefürchtetes Antlitz hier, erhalte Fähigkeit Energie, wenn du Schaden genommen hast. Wenn du tödlich verwundet bist, bekommst du maximale Gesundheit bei Kills. Eigentlich auch nicht schlecht, auch gut für PvP eigentlich. Gibt auch Ornamente, ich habe einmal hier Risiko des Thanatonauten. Sieht aber irgendwie ein bisschen blöd aus, weil der Helm ist kaputt. Finde ich ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Naja, aber wenn es auch hier fehlt in der Sammlung, auf jeden Fall mitnehmen. Dann hier Winterlist, hier Panzerhandschuhe, hier einmal für den Warlock. Lustige Werte. Gesamtwert 61, Erholung und Intellekt extrem erhöht. Eine gute Sache für PvP eigentlich. Gesamtwert leider nur 61, aber die Verteilung ist halt eben extravagant. Deswegen, wenn euch da Winterlist fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Kostet 23 legendäre Bruchstücke und ist auf Arkus getrimmt. Da haben wir hier einmal dann Siegel des Kriegsherren. Das Ausschalten von Feinden mit Nahkampfangriffen erhöht deinen Nahkampfschaden. Eigentlich auch gut für PvP, immer schön Nahkampf für Polen. Eigentlich ganz okay. Ich habe Ornament, ja habe ich, unter Twister Winter. Sieht man nur auf der anderen Seite. Und das sieht dann halt einfach so da unten, ne? Sieht man ein bisschen. Nicht wirklich. Aber wie gesagt, was fehlt, auf jeden Fall mitnehmen. Und hier sind die Perks, die Verteilung halt extravagant, ne? Sieht nämlich so aus. Legendäre Waffen. Magenton Automatikgewehr hier einmal mit folgenden Sachen. Gekammerter Kompensator, weiter Lauf, stabile Geschosse, legiertes Magazin, Auskommen und Demolierer. Ja, kann man noch ein bisschen rumfischen hier mit Motzen etc. Wenn es fehlt, auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Wie gesagt, Sammlung voll machen, sonst in Tresor packen, kein Problem. Dann hier einmal der letzte Tanzpistole hier einmal mit folgenden Sachen. Mit Short Spec PV, dann taktisch PV, dann Farpoint PV, Zusatzmagazin, panzerbrechende Geschosse, fixer Zug und Libelle. Ja, wenn es fehlt, wie gesagt, mitnehmen. Wie gesagt, die Perks sind nicht extravagant. Ich weiß auch gerade nicht, welche Waffe hier wirklich gut ist, aber ja, das könnt ihr sonst in die Kommentare schreiben. Und schreibe ich es noch in die Kommentare, wenn ich da irgendwas weiß. Und ich sehe hier eine gute Waffe, aber jetzt im Moment sehe ich es gerade noch nicht. Kalte Verweigerung hier einmal Impulsgewehr.
mit Korkenzieher 3, Kleinkaliber, Zusatzmagazin und Leichtmagazin, dann Grabräuber und Haudegen. Dann hier einmal 7. Seraph CQC-12, Schrotflinte, Kleinkaliber, Vollchoke, taktisches Magazin, Leichtmagazin, fixer Zug und Vorpalwaffe. Dann Ikulus SSG Version blablabla, Scharfschützengewehr, haben wir hier am Hammer geschmiert, hat 3, Polygonlauf, taktisches Magazin, stabile Geschosse, keine Ablenkungen und Multi-Kill-Clip. Dann hier einmal Kralle der Versuchung, hier Schwert mit hungrige Klinge, zerklüftete Klinge, dann temporierte Klinge, ausbrechendes Schwertgefäß, aussondernes Schwertgefäß, unermüdliche Klinge und Vorpalwaffe. Dann hier zum Schluss das 3. Axiom Impulsgewehr. Da haben wir hier einmal folgende Perks: Pfeilspitzenbremse, Kleinkaliber, vergrößertes Magazin, Großkalibergeschosse, Hüftfeuergriff und dann Unnachgiebigkeit oder Unnachgiebig. Ja, was fehlt, wie gesagt, immer mitnehmen. Auch hier sonst Perks sind okay, aber nichts Weltbewegendes. Wie gesagt, wenn ich noch irgendwas weiß, werde ich es nachreichen. Sonst guckt bei light.gg, da könnt ihr die Waffen sonst auch vergleichen. Ja, sonst hier unten einmal verlorene Pazifik-Handschuhe. Das sind die, ist das Set von Sloan, von damals Titan, die Schirmherrin auf Titan von Sloan. Ist das einmal das Rüstungsset. Und ja, das soll es gewesen sein. Sonst ist noch die Xenologie, wenn ihr die mitnehmen wollt, auch noch mitnehmen. Natürlich den Quest, ne? Und auch hier vielleicht zweimal das Engramm abzufischen mit der Xenologie. Ja, und sonst, ja, sind wir durch. Danke fürs Zusehen, danke mal für den Support. Reingehauen, dann sehen wir uns nächste Tage wieder. Und sonst lootet und haut euch die ganzen Sachen rein, die es noch geht, gibt oder geht. Waffenmeistermaterialien abgeben, Beutezüge auf hohe Kante legen, was gibt's noch alles? Alles erlegen, was noch zu erledigen gibt. Es gibt auch ein bisschen was zu tun, auch bei mir. So, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.